Die Kunstakademie in Düsseldorf ist eine Hochschule der Künstler. Die Lehre findet wesentlich in der Begegnung zwischen dem lehrenden Künstler und den Studierenden statt und konzentriert sich dabei auf das künstlerische Tun des Schülers. Die gebürtige Berlinerin Josephine Reisch schaffte es, einen der begehrten Studienplätze an der renommierten Hochschule zu bekommen. Seit 3 Jahren studiert sie hier Malerei und Grafik. Kunst studieren, das ist ja schon so eine Entscheidung und die hat sich bei mir so angekündigt über lange, lange Zeit. Ich habe angefangen ein Betriebspraktikum in der 9. Klasse am Theater und fand das irgendwie total gut und wollte dann jahrelang unbedingt am Theater arbeiten im Ausstattungsbereich und habe das dann auch forciert und immer weiter dort gearbeitet und Assistenzen gemacht und Hospitanzen. Und dann habe ich nach dem Abitur erstmal ein Jahr lang auch frei gearbeitet, bin dann mehr so in den Styling-Bereich gerutscht für Musiker und Videos und sowas. Und dann habe ich irgendwann gedacht, da habe ich ja eigentlich gar keine Lust mehr mit der Ausstattung, jetzt bewerbe ich mich mal an der Kunstakademie. Die Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie Düsseldorf stellt hohe Anforderungen an die Bewerber. Sie müssen erhebliche Vorleistungen erbringen, anhand derer sich die Prüfungskommission ein Bild vom künstlerischen Talent macht. Also um hier aufgenommen zu werden, muss man natürlich in erster Linie eine Mappe machen. Es gibt da gewisse formale Vorgaben, aber die ist natürlich frei zu gestalten, je nachdem, was man da jetzt studieren möchte. Nachdem diese Mappe von der Kommission gesichtet wurde, wird man dann angenommen oder nicht? Ich glaube, man wird dann für besonders künstlerisch begabt befunden, wenn man angenommen wurde. Also es gibt in Düsseldorf auch keine Eignungsprüfung. Normalerweise wird man 3 Tage zu einer Eignungsprüfung eingeladen. Der Schritt fällt hier weg. Die Studienbedingungen an der Kunstakademie räumen den Studierenden einen enormen Spielraum an freier, künstlerisch-kreativer Selbstentfaltung ein. Also wenn man hier anfängt zu studieren und man studiert freie Kunst, sollte man besonders viel Selbstständigkeit mitbringen, weil das werden einem keine Rahmen gesetzt. Also alles, was man machen möchte, muss man in einem eigenen Rahmen tun. Das heißt, man muss sich auch genau überlegen, wie man das machen will. Und dazu gehört sehr viel Selbstdisziplin. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, aber auch das große Plus dieser Akademie, weil man darauf vorbereitet wird, wie es ist, wenn man später fertig ist und alleine arbeitet. Da ist ja auch keiner, der ihm sagt, ja, jetzt mach aber mal morgen früh um 10 irgendwie 10 Abzüge von dem und dem Foto oder so. Experimentiergeist, Kreativität und Beharrlichkeit sind beim Studium der freien Kunst gefragt. Ja, also man muss halt ständig variieren können, weil die Ideen, die sich jetzt irgendwie so ein Kunststudent ausdenkt, sind ja nicht unbedingt immer sofort umsetzbar. Das heißt, man geht dann, versucht, das umzusetzen. Das klappt dann nicht immer gleich beim ersten Mal und dann fängt eigentlich der spannende Prozess an, dass man versuchen muss, einen Weg dafür zu finden, wie man das darstellt, also oder wie man das technisch löst, was man darstellen möchte. Dafür muss man dann eine bestimmte Form finden und das ist halt ein kreativer Prozess, der sich hinziehen kann oder auch nicht, aber das ist halt auch der Spaß bei der Sache, dass man sich das überlegen muss, wie die eigene Vision da am besten rüberkommt. Also ich glaube, dass man grundsätzlich sich nicht erhoffen sollte am Anfang des Studiums, dass man Shootingstar der Kunstszene wird und irgendwann auf der Titelseite der Art landet. Ich glaube, dass das hier eine sehr gute kreative Grundausbildung ist, mit der man eigentlich beinahe alles machen kann. Also es gibt Künstler, die hier studiert haben, die so Berufe ausüben, die einfach ein kreatives Potenzial erfordern und Flexibilität und das ist was, was man hier auf jeden Fall lernt. Und man lernt sehr gut eigenständig zu denken und Ideen durchzusetzen und zu argumentieren und seine Haltung irgendwie klar zu machen. Und das ist, glaube ich, was man in vielen Berufen, wenn nicht beinahe in jedem, ganz gut gebrauchen kann. Insofern kann man schon eine ganze Menge mit diesem Studium anfangen.